Hallo zusammen, der Kevin und ich sind hier zusammen unterwegs und testen unsere Pelagic-Köder, der Banabas. Die Gummimischung an sich ist schon sehr weich, zusätzlich haben wir trotzdem hier 3 Kerben eingearbeitet, dadurch lässt der Köder sich noch besser einfalten und ihr habt eine bessere Bissausbeute. Zusätzlich haben wir hier oben, ich nehme mal kurz die andere Farbe, haben wir hier oben einen Bereich freigelassen. Da könnt ihr optimal den Drilling platzieren, egal ob ihr den jetzt direkt einsteckt mit der Magnetvariante oder diese Drillinge hier mit den Spikes benutzt. Der Haken sitzt schön, alle 3 Flanken sind direkt frei, können gut greifen, können sie schön rauslösen und dann an unserem Pelagic-Kopf, den ich euch gleich noch vorstelle, sich frei drehen. Zusätzlich ist der Banabas geflavored mit der Geschmacksrichtung Krebs. Krebs hat sich bei uns besonders fänglich erwiesen und ich denke, auch der Krebs wird euch überzeugen. Ja, wie der Pierre gerade eben schon mitgeteilt hat, er ist da, er ist endlich vollbracht. Ich komme ganz kurz dazu, mach's kurz. Der Kopf gibt es in 60 und 80 Gramm. Das ist der Ares. Der ist speziell genau auch angepasst am Banabas. Der passt perfekt, wie ihr seht. Der Abschluss mit dem Hakensystem, der liegt hinten sehr schön frei. Das ist auf jeden Fall der Muss zum Köder. So, dann komme ich kurz zu den Farben. Und zwar einmal haben wir den Perch. Den haben wir noch eingepackt. Das ist eigentlich so eine Fangmaschine, hat der Pierre bzw. auch ich. Ist ja schon sehr große Fische drauf gefangen. Ist auf jeden Fall ohne UV mit Glitzer, ob in der Nacht oder am Tag, auf jeden Fall eine Waffe. Ist ehrlich gesagt eine Fanggarantie, kann man sagen. Dann kommen wir kurz zum UV Oliv. Natürlich beim guten Gewässer, sage ich mal, in Holland. Ob man Hollandsieb unterwegs ist oder auch sämtliche Seen auf dem klaren Gewässer, hat er auf jeden Fall schon etliche Fische gebracht. Das ist die zweite Farbe. Dann haben wir was ganz UV-starkes, und zwar UV Fire Perch. Das ist halt eine Bombe, gerade auch Baggerseen oder ganz trübes Wasser. Noch eine Farbe, die fast jeder kennt, jeder Angler, sage ich mal, aber nur nicht in der pelagischen Bereich. Green Pumpkin, ja, das ist auf jeden Fall eine super geile Farbe. Dann haben wir noch den Chrom, der ist auch mit einem Blau-UV, auf jeden Fall auch sehr stark. Dann haben wir, der ist auf meinem Mist gewachsen, die Black Mamba ist im Endeffekt, ja, ob klares Wasser oder trübes Wasser, auch wenn die Sonne scheint oder auch die Sonne nicht scheint, ist es auf jeden Fall eine Waffe. Auch eine ganz besondere Farbe, ja, damit hat im Endeffekt fast alles mit angefangen, mit der Angelzucht. Mit der Farbe Mai Mai, da können wir wirklich schon ein Buch drüber schreiben. Die haben natürlich ein Programm mit aufgenommen und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall heiß. Heute habe ich den ersten Mal jetzt in der Hand und wir sind jetzt gerade zum Videodreh hier unterwegs und versuchen jetzt mit diesen Farben, mit diesen 6 Farben, was wir euch jetzt vorgestellt haben, Fische zu fangen. Also drückt uns die Daumen, bis gleich. Ciao. Ja, es hat gescheppert, Leute. Gut raus. War ganz schön fest. 77. 78. Schöner Fisch. Ich würde sagen, Köder laufen, oder? Ja, bis jetzt sind wir zufrieden. Ja. Weiterer schöner Zander. Schnell rein damit. Oh, alles nass. Der nächste mittlere Zander, schöner Banabas, UV Olive, rein damit. Ein bisschen nach hinten. Ja, der kommt schon, der steht schon. Jetzt kommt er. Halbdrill. Ja. Kevin hat mir jetzt auch mal den Green Pumpkin ausgeliehen, der scheint hier in dem Gewässer ganz gut zu laufen. Definitiv ein besserer Fisch. Oh, schöner. Oh, der ist weg, der Köder. Oh, alter Fisch, ganz schön vernarbt, der Bursche. Und der wollt unseren.
weg. So, Live-Drill. Ich würde sagen, der Pumpkin. Der Pumpkin rasiert hier an dem Gewässer, ja. Ist jetzt ja wieder ein besserer Fisch. Boah, das ist eine Maschine, Junge. Das ist 90er. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ein schöner 80er. Eine Macht, der Köder. So, jetzt der Kevin nochmal am Drill. Mit einer anderen Farbe. Und zwar mit Black Mamba. Oh, guter Fisch. Schöner. Petri. Petri, dank. Jo. Hebamme. Was ein Eierapparat. Schaut euch mal den Fisch an. Schaut euch mal den Köder an, der ist komplett inhaliert. Leck mich am Arsch. Schöne Kanone. Und den Köder, der ist eigentlich schon zu gut. Lecko funny. Da hat sich die Arbeit gelohnt. Ja, es liegt vorne über, also 98 hat er. 98. Wahnsinnsfisch. Ja, hallo. Tag 2 hat jetzt für uns begonnen. Wir konnten schon schön 86er fangen. Den werdet ihr wahrscheinlich gleich sehen. Ja, wir sind hauptsächlich heute rausgefahren und gestern die 2 Tage jetzt für unsere neuen Köder zu testen. Die haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Wir sind echt überzeugt von den Ködern. Wir haben lange getüftelt, wir haben oft gesagt, nein, gefällt uns noch nicht. Und ja, wie wir jetzt heute sehen, hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Wir sind echt überzeugt von unserem Produkt. Wir haben 3 Farben hier testen können, die richtig gut gefangen haben. Da war der Green Pumpkin dabei, da war Schwarz dabei und der Hot Olive, den so ich in der Hand habe. Wir haben hier bei der Wassertrübung total überzeugt. Ja, ich hoffe, euch wird das Produkt auch so gefallen. Wir geben jetzt noch ein bisschen Gas und dann geht es gleich nach Hause, ab zur Familie. Morgenstund hat Bannerbass im Mund. Wo wir gestern aufgehört haben, fangen wir heute wieder an. Green Pumpkin. Ja, also der Köder, der läuft einfach. Der nächste 80er Plus. Wie ihr seht, ist eine Maschine der Fisch. Der Bannerbass. Und Gas. So, unser Angeltag geht vorbei. Wir und Kevin, es war auf jeden Fall ein super Tag gewesen, beziehungsweise auch gestern. Gestern hat der Pierre einen 98er nochmal rausgehauen und hauptsächlich ging es ja uns die Köder nochmal in der Endphase komplett nochmal zu testen. Jetzt kommen sie im Handel, auf dem Markt, im Online-Shop. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, das ist immer noch der gleiche Köder. Der hat viele Zander gebracht. Vom Zustand eigentlich noch fast wie neu, würde ich sagen. Außer der Kopf hat schon ein bisschen was mitgemacht von dem Biss, aber das ist normal so. Soll ja auch so sein. Auf jeden Fall hat es richtig Spaß gemacht. Die Köder laufen, funktionieren und jetzt sind wir voll motiviert. Das heißt, jetzt demnächst geht es los für die ganzen Wettbewerbe und da werden wir die Köder natürlich richtig beangeln und große Fische fangen. Ja, ein 98er Zander, 86er, 83er und irgendwie noch 2 Stück über 80 und 70er. Auf jeden Fall war das jetzt eine schöne Zeit mit dem Pierre, die 2 Tage. Wir haben alles getan, was wir tun mussten und wie gesagt, jetzt heißt es, geht nach Hause und dann nächste Woche die nächsten Köder testen. Lazarus und Goliath. Und das werden wir natürlich alles auch bei YouTube dann zeigen. Falls ihr mitbekommt, tut uns abonnieren bei YouTube. Und ja, wir packen jetzt zusammen. Oder wie? Ja, wird langsam Zeit, ne? Die Sonne knallt, ab nach Hause zur Familie. Ja. Und die nehmen wir jetzt noch mit. Also, wünsche euch was. Ciao.